Servus Leute, was geht? Ich bin's der Boni und ich möchte wieder alle recht herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Let's Play meinerseits von mir, von Mafia 3. Mafia 3 ist bei mir gerade angekommen und da dachte ich mir doch, jo, wir hauen doch gleich mal ein Let's Play raus, würde ich doch mal sagen. Mafia 3 ist open. Alles klar, auf jeden Fall. Mafia 3 ist open, auf jeden Fall. Welchen Schwierigkeitsgrad spielen wir denn? Komm, mach einfach mal Mittel, automatisch zielen. Aus. Wir machen natürlich aus automatisch zielen. Denkst du, das sind hier irgendwelche Loser, die wo hier mit Auto-Aiming spielen? Da sind wir ja komplett falsch an der Adresse. Nein, wir ganz gediegen erstmal ins Game und dann nach dem Ladebildschirm sehen wir uns gleich wieder. Und der Anfangstrailer hier von 2K Presents, die präsentieren a Hangar. Schauen wir doch uns einfach mal den Kurzfilm an und ich halt mal die Fresse für die Zeit. Okay, New Bordeaux, LA. Okay, da ist schon mal ein Alligator. Ist auf jeden Fall mal schon richtig nice. Und dann schauen wir doch gleich mal, was wir als erste Mission machen müssen. Ja. Dann haben wir doch schon erstmal den ersten. Ist schon mal richtig nice, wenn der Bulle hier erstmal Benzin in den Abfluss reingießt. Richtig geil. Richtig nice. Ich habe jetzt gerade bloß keine Kopfhörer auf. Deswegen höre ich jetzt nicht, was die hier sagen. Das ist vielleicht unvorteilhaft. Genau, der zündet es erstmal an. Freut er sich. Geilo, Matico. Okay, dann schauen wir doch erstmal, was wir machen. Besorge dir die Schlüssel. Okay, dann besorgen wir uns doch mal die Schlüssel. Wo sind denn hier die Schlüssel überhaupt? Mal schon. Ah, okay, hier sind die. Hier. Oh, schön, Digga, schön. Was ist hier? Hier, steige in den Panzerwagen. Ist schon mal nice. Was haben wir hier? Was, wenn ich so mache? Oh, okay, den kann ich sogar tragen. Lass mal wieder fallen. So, den brauchen wir heute noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir jetzt erstmal hier einen Polizist. Oh, wie kann man hier sprinten? Ah, okay, jetzt kann ich sprinten. Das ist doch schon mal ganz nice. So, Viereck gedrückt halten und raus. Hey, wie kommt jetzt her hier? Wie kam der Typ jetzt hier schon schnell raus? Okay, beschleunigen Sie gedrückt, bremsen L1, okay. Dann fahren wir doch gleich mal zu unserem, zur Federal Reserve. Okay, dann fahren wir doch mal hin und mal schauen, was uns da erwartet. Okay, da sind wir jetzt auch schon am Zielort eingetroffen hier. 100 Meter noch und da sind wir auch schon ready. Halt, bremsen, okay. Oh, da schon erstmal, wenn wir erstmal eingeführt, was wir denn machen müssen. So, erstmal Schein zeigen, gib mal das Ticket her. Okay, ready, fahr durch. Viereck, aussteigen. Dann steigen wir doch gleich mal aus. Hier vielleicht irgendwas. Ah, jetzt ist hier was. Ach so, hä, warum ist es denn jetzt offen? Ach, die wollen mich doch alle ficken. Die Leute, ihr seid doch alle krank. Und dann nehmen wir doch mal das Geld und schauen doch mal. Was? Hä? So, den ersten Sack nehmen wir doch gleich mal auf die Schulter geschwungen. Den zweiten Sack nehmen wir noch hier schön mit. Und dann stiefeln wir doch gleich mal zu unserem Zielpunkt. Okay, Folge der Wache. Wo ist die Wache? Hier ist die Wache. Soll ich der folgen? Okay, dann folge ich doch mal der schönen Wache. Mal schauen, wo die uns hinbringt, ob die unsere Geldsäcke haben wollen. Ja, die Anfangsmissionen sind immer relativ langweilig. Ja, weil da noch nicht so viel passiert. So Einführung ins Spiel, bla bla, dies, das. Es dauert ja schon 13 Minuten, das Video. Ich muss es aber wahrscheinlich ein bisschen kürzen. Lege das Geld auf den Tisch. Lege das Geld auf den Tisch. Okay, dann legen wir doch mal das Geld auf den Tisch. Und dann schauen wir doch gleich mal. Einen Sack drauf, den zweiten Sack hinterher. Lautlos über drücken. Ja, so kann man es auch machen. Lautlos vor allem in die Hocke. Oh, ein wunderbarer, der Typ, der hat zu viel Wrestling geguckt, Mann. Ist nicht sein Ernst. So,
Erstmal verdecken. Oh, dann. Jetzt aber Kick in die Eier. Kick in die Magengrube oder in die Eier. Und der Tresor ist offen. Jawohl, erstmal. Jetzt fängt es doch richtig an. Ist doch mal richtig geil. Erstmal den Code knacken. Und dann wird das Geld abgesahnt. Jawohl. Okay, was haben wir denn hier alles drinnen? Oh mein Gott, hier ist ja mega viel Cash. Zu viel Cash einfach nur. Ist ja zu krank, einfach nur. Okay, was machen wir jetzt mit dem ganzen Cash? Oh shit, Alarmanlage. Oh no. Der Alarm wurde ausgelöst. Gar nicht gut, Leute, gar nicht gut. Was macht er jetzt? Jetzt müssen wir erstmal die Wachen alle ausschalten wahrscheinlich. Verteidige Shiro, okay. Nehmen wir doch gleich mal die Waffe hier. Aha. Oh, gleich mal einen saftigen Kopfschuss. Oh. Oh. So, nachladen, schnell nachladen. Der Typ da hinten steht noch. Oh, jawohl, wunderschön. Der da unten, der zappelt doch noch. Shoot, ey. Schnell raus, ich muss aus der Deckung raus, weil ich Waffen noch brauche. Der zappelt doch noch. So, jetzt da zappelt er nicht mehr. Oh, jawohl. Chakuzel. Einfach nur wunderschön. Juhu, da haben wir doch gleich mal eine Schrotflinte. Das freut uns doch. Komm, der Typ kriegt auch noch eine Kugel in den Sack. Und dann geht's ja gleich mal weiter. Verteidige Shiro. Wo ist denn Shiro? Hier ist Shiro. Hey, hier ist ne. Oh, geil. Brich die Tür zur Waffenkammer auf. Okay. Lass mich mal, Kollege. Jetzt kommt der Meister. Schritt 1. Das Schloss freilegen, drehen bis ein grüner Bereich und dann drücke Viereck. Okay. Jawohl. Oder? Das ist doch ein Kinderspiel für uns gewesen. Ein Kind. Oh. Oh mein Gott, hier sind Waffen. Da kann man sich freuen. Erstmal wieder ein bisschen. Medikamente nehmen. Ist schon mal gut. Und wo ist jetzt unser guter Freund hin? Ja. Der holt sich das. Der sneakt sich das Geld. Und dann triff dich wieder mit Shiko. Georgi. Und wo steppt er jetzt denn hin? Oh, jetzt kommen noch mehr. Was war jetzt los? Ah, okay. Zwischenfrequenz. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt sind wir erstmal hier draußen. Und da kommt erstmal ein richtiger Styler mit 2 Bier. Oder ist das überhaupt Bier? Man weiß es nicht. Jawohl, erstmal den Autoschlüssel gesneakt und dann sind wir auch schon ready, oder? Genau. Aber eigentlich wollte ich ja die, ja, schließen. Okay. Dann müssen wir zur nächsten Mission fahren. Hier auswählen. Fahr zur Sims, zu Sammy's Bar. Okay. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag ciao, bis die Tage. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben oder ein Abo da, würde mich freuen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.